Während ich hier sitze und mich durch diese Clips arbeite, um das Video zu schneiden, merke ich, dass es bereits August ist. Zwei volle Monate sind vergangen zwischen dem Film und dem Schneiden dieses Videos. Und vermutlich vergeht noch eine Woche, bis es schließlich fertig ist und du das Video schaust. Mein Sommer war wunderschön und ziemlich geschäftig. Und weil so viel los war, bin ich schlicht und einfach nicht zum Videoschnitt gekommen und sitze nun vor einem Riesenberg Videos, die ich unbedingt mit dir teilen will und deswegen nach und nach bearbeiten werde, bis ich wieder halbwegs mit den aktuellen Ereignissen aufgeholt habe. Lass dich also nicht verwirren von dem blühenden Flieder. Wir spulen in der Timeline einfach ein bisschen zurück zum Anfang dieses Sommers. Offiziell aus meinem Häuschen aus, will ich aber auch gar nichts vormachen. Es ist kein klassischer Umzug, weil ich hier gar nicht erst richtig eingezogen bin. Ich werde das Haus ja als Ferienhaus vermieten. Den Link zum Häuschen findest du auch in der Videobeschreibung. Und bisher hatte ich eine Vermietung, das war über Ostern. Und ich bin danach gar nicht erst richtig wieder eingezogen. Also ich habe nicht meinen ganzen Kladderadatsch wieder ins Haus gebracht, sondern versucht wirklich, es nur bei meinen Klamotten zu belassen. Und hoffe, dass ich heute den letzten Tag hier im Haus einfach nur genießen kann. Das Wetter ist prächtig. Der Sommer ist in Norwegen angekommen. Ich liebe es. Und mein Plan war heute einfach einen wunderschönen Tag zu haben. Und wenn die Sonne dann hinter den Bergen verschwindet, dann mich ans Packen zu machen. Und drücke mir selbst einfach mal die Daumen, dass das reicht. Also irgendwie ist das nichts hier mit dieser riesen Gartenschere. Ich finde aber meine Kleine nicht. Was ich aber erzählen wollte, tada, man sieht, dass man nichts sieht. Der Wohnwagen ist endlich weg. Und der ganze Müll drumherum auch. Und der ganze Metallschrott, der auf dem Grundstück sonst noch war, ist auch weg. Mega. Ich freue mich riesig. Und der schöne, schöne Fliederbusch, der so schön geblüht hat jetzt die letzten Wochen, verblüht langsam und ich kümmere mich mal um die Blüten, bevor das hier alles braun und hässlich wird. An meinem vorerst letzten Tag im Haus konnte ich einen Besuch im Dorf nicht auslassen. Die Fahrt ist kurz. Über eine schnucklige Landstraße, vorbei an alten, traditionellen Farmhäusern. Lærdalsøri ist meiner Meinung nach das schönste Dorf Norwegens. Sowohl der alte als auch der neue Teil. Ich liebe es, hier durchzuspazieren, mir die Häuser anzuschauen und die schönen Ecken zu bewundern, die durch Deko, Blumen und Holzschnitzereien entstehen. Die Altstadt ist gut erhalten und verhältnismäßig groß. Das ganze Dorf ist umringt von hohen Bergen, was es einfach total beeindruckend macht. Und liegt auch noch direkt am Fluss, der hier dann in den Fjord mündet. Mein Leben hier in Norwegen hat schon richtig Form angenommen und fängt an, so richtig Spaß zu machen. Ich gehe unter der Woche ja zur Schule und lerne Norwegisch. Und obwohl ich immer gesagt habe, ich bin kein Sprachentyp, macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Und es ist irgendwie tut es richtig, richtig gut, mal wieder was Neues zu lernen. Also ja, ich habe jetzt hier Eier, grüne Eier.
sehr cool. Aus der Nachbarschaft abgeholt und machen wir jetzt erstmal was zu essen. In der Schule habe ich erste Freundschaften geschlossen. Oder vielleicht Bekanntschaften, denn bis man richtige Freunde ist, braucht es ja immer ein bisschen. Außerdem habe ich endlich wieder angefangen zu klettern und auch da neue Leute kennengelernt. Ich habe richtig tolle Pläne für den Sommer und auch eine Idee für ein neues Projekt. Alles zusammen macht das einfach richtig gute Laune. Was für ein schöner Tag. Ich liebe dieses Haus. Ich liebe diese große Terrasse, auf der kein Möbel steht. Ich liebe die Outdoor-Matratze. Ich liebe diese Hängestühle. Ich liebe mein Dorf und den Fluss und die Gegend und die Berge. Und es ist hier einfach so bolle schön. Hier auf dem Hängestuhl zu sitzen und die letzten Sonnenstrahlen einzufangen. Um 8 ungefähr geht aktuell die Sonne unter, also unter, hinter dem Berg. Unter geht sie aktuell gar nicht. Und meine Routine war, die letzten Sonnenstunden hier zu verbringen und zu lesen oder zu telefonieren oder einfach abzuhängen. Mir ist zwar so gar nicht danach, aber die Sonne ist weg. Und ich habe mir ja fest vorgenommen, heute zu packen. Nicht nur fest vorgenommen, ich muss packen. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal. Dieses Video hat jetzt eine ganz ungeplante Wandlung bekommen und als Tagebuch gefunden. Von letztem Jahr. Griechenland, Toskana, Deutschland und Cleos Tod. Der jetzt fast ein Jahr her ist. Bis auf ein paar Tage. Und irgendwie... Irgendwie macht alles Sinn. Und irgendwie fühlt sich das an, als würde sich der Kreis schließen. Und... Mit diesem Haus und die ganze Geschichte und... Mit allem, was auch passiert ist, was ich nicht geteilt habe. Irgendwie macht alles Sinn. Und seit 2 Wochen fühle ich mich wieder wie die Alte. Meine Energie ist wieder da, Lebenslust kommt zurück. Und auch wenn ich das alles nicht auf Cleo zurückgeführt habe und dann nicht denke, dass es daran lag, war es aber doch einfach diese riesig
krasse Veränderung von meinem gesamten Leben, ne? Kein Vanlife mehr, Cleo weg, plötzlich im Haus, plötzlich ausgewandert, plötzlich ein Partner, andere Dinge. Und das war im ersten Moment auch einfach übelst überfordernd. Auch wenn die meisten Dinge davon positiv waren, war es übelst überfordernd. Und irgendwie schließt sich der Kreis. Und ich glaube, ich habe lange genug dagegen angekämpft und viele Dinge angefangen zu akzeptieren. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Und das hat mich gerade wieder sehr bewegt. Ja, mein erstes Jahr ohne sie. Krass. Das ist echt krass. Und irgendwie ist auch alles so verbunden, wie alles, was ich davor lese und alles, was jetzt passiert. Alles, was ich damals gespürt habe und nicht verstanden habe, was ich jetzt sehe, was jetzt irgendwie wahr ist und passiert. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich jetzt gelernt, ja, scheiße, ja, das ist es. Das ist, was ich die ganze Zeit sagen will. Ich habe gelernt, nach einem Jahr auch ohne sie zu leben und glücklich zu sein. Das ist irgendwie schön. Das war nicht leicht.